Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit Tomb Raider. Wir knallen hier die Tür und raus mit uns und ja, finden hier allerlei Gedöns. Irgendwo müsste da unten noch einer rumlaufen. Ich weiß auch nicht. Weg habe ich zwar frei gemacht, aber was mache ich jetzt? Kann ich mir hier runter... Nein, kann ich nicht. Nein, 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 nein. Das ist keine gute Idee. Ach, aber ich kann da oben hin. Das ist doch mal interessant. Ich habe die Vase kaputt gemacht. Ich weiß echt nicht, wo der Typ ist. Aber von hier aus komme ich eigentlich rüber. Mache ich das jetzt? Ja, wir machen das jetzt mal. Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker? Nur keine Sorge. Wir sagen, er ist durchgetrieben und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen? Details, Mann. Ich muss leise nicht sein. Mal Leiche. Die unterhalten sich und wissen nichts von mir. Warum musstest du das tun? Er hat sein Maul nicht gehalten. Hat mich wahnsinnig gemacht. Sonnenkönigin hier, Sonnenkönigin da. Immer nur beten und singen. Unerträglich. Hilfe, schnell! Ich hab den so oft jetzt ins Bein geschossen, ganz ehrlich. Beknackt. Nur den da unten habe ich irgendwie nicht erwischt. Sehe ich den von hier? Bist du da hinten noch irgendwo? Ich weiß auch nicht. Naja. Wer nicht will, der hat schon. Ich hätte dich ja getötet, aber du willst ja nicht. Und diese komischen Fetzen, die kann ich echt nicht... Oh, ich habe gar keine Pfeile mehr, merke ich gerade. Scheiße. Das ist ja scheiße. Ohne Pfeile sein ist echt ein bisschen... Sie muss hier irgendwo sein. Wahrscheinlich will sie zu ihrem Schiff zurück. Wo seid ihr denn alle? Was? Die haben mich irgendwie entdeckt, ne? Oder wie? Was, 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 was? Welche Seite? Ah! Ja, okay, die waren auf einmal hinter mir. Das war jetzt ein bisschen scheiße, weil ich gar nicht weiß, wo die auf einmal herkamen. Wo kommen die auf einmal her? Sind die hinter mir hierher gekommen? Oder? Ich habe keinen Plan. Auf einmal waren die da. Gut, dann machen wir das eben nochmal, ne? Teufel sagen wir den Vollstrecker. Nur keine Sorge. Wir sagen, er ist durchgetrieben und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen. Details. Wenn ich ihn noch ein bisschen quatschen lasse, geht der eine dann wieder weg, sodass keiner was erfährt. Wäre vielleicht ganz gut. Warum musstest du das tun? Jetzt sabbelt mal zu Ende, Leute. Ich hab nicht ewig Zeit. Wahnsinnig gemacht. Sonnenkönigin hier, Sonnenkönigin da. Immer nur beten und singen. Unerträglich. Um Hauen hätte gereicht. Das passiert hier ziemlich schnell. Schon, aber du musst das kontrollieren. Halt einfach den Mund wegen der Sache. Okay? Jetzt mach doch mal, ey, geh weg. Klar, klar. Unterhalten die sich jetzt noch oder nicht? Kann ich ja ewig warten. Nee, bringt nichts. Hilft mir mal einer! Verdammt nochmal! Hab sie! Voll der Zweikampf. Okay, er ist voll runtergeknallt. Auch gut. Soll mir recht sein. So. Gut, so geht's auch. Die Tür habe ich ganz vergessen. Wie komme ich denn hier rein? Vielleicht mit so einem Granatending? Nee. Ups. Selbst mit einer Granate komme ich nicht durch die Tür. Das gibt's ja wohl nicht. Menno! Hey, was ist denn los? Ha,
Hallo. Ich bin's. Eure Lara. Okay, das waren, glaube ich, die Typen, die mich gerade eben gekillt haben. Im Moment sehe ich da aber niemanden. Ja. Ich gehe mal hier runter. Sie muss hier irgendwo sein. Wahrscheinlich will sie zu ihrem Schiff zurück. Hallo. Okay, ich rücke vor. Du rückst vor von wo denn jetzt? Ich will... Mach ich. Wo denn? Wo denn? Ey, gleich kommen die wieder und ich bin tot. Scheiße. Die wissen nicht, wo ich bin irgendwie, ne? Ah. Nee. Hä? Ich bin total verwirrt. Ich höre die immer und weiß nicht, wo die sind. Ja. Ich... Ja, irgendjemand klettert hier wieder rum. Check ich nicht. Von hier aus müsste ich die doch sehen, oder nicht? Ich, keine Ahnung. Ich glaube, die sind da unten bei den Kisten, wo ich nicht war. Ich kann mir das sonst nicht erklären. Irgendwo muss hier auch noch ein Grab sein oder so. So, das schnallst du da mal. Du sollst es dann in den Ring machen. Ich muss etwas Stärkeres finden. Ach so. Aber hier ist doch ein Ring. Das müsste man doch irgendwo randingsen können. Kannst du das nicht mal woran schießen? Hä? Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Nein! Nicht fallen. Es ist sehr, sehr tief, Lara. Und ich habe keine Lust, es jetzt nochmal zu machen. Dann gehe ich jetzt noch mal runter. Reichen Sie das Wrack der Endurance. Hier habe ich auch noch so einen Grabhügel. Ich muss einfach das alles gleich machen, wenn ich sehe. Was soll das denn? Schon wieder so viel Zeit verloren. Ich will mal vorankommen. Wow! Ich hab dich... Ey, nein! Und vor allem habe ich ihn getroffen. Ich schwör's, wenigstens einmal habe ich den doch voll ins Gesicht getroffen. Ich lasse mich doch nicht verarschen von euch. Vollpfosten, jetzt habe ich keinen Bock mehr und ich warte jetzt auch nicht mehr. Vergesst es. Was zum Teufel sagen wir ja, ich schieße euch einfach tot. Ja, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Glaube ich jedenfalls. Und vor allem seid ihr sowieso wieder schneller als ich. Aber trotzdem. Hier, du stehst hier schon so. Tschüss. Hier rüber! So, zum 100. Mal. Wie komme ich denn in das Grab rein? Das ist doch auch komisch, oder? Bin jetzt hier direkt bei der Tür, aber wie kriegt man die auf? Ach so. Und ich komme hier mit der Granate und was weiß ich nicht was nicht voran. Nee, ist klar. Warum auch einfach, ne, wenn es schwer geht? Die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein. Ja, aber ist auch immer noch voll hart. Naja, kapiere ich nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall diese drei Dinger hier gefunden, die man finden sollte. Und dann kann ich jetzt hier hoch. Dann geh mal hoch. Wenn hier wieder ein Grab ist, dann will ich das nicht verpassen. Ist hier nichts? Nee. Da oben kannst du auch noch Verbindung machen. Was ist denn hier oben? Aha. Okay. Hey, super. Voll viel zu entdecken. Das finde ich toll. Ich weiß,
Da oben war noch mehr. Da unten war noch mehr, aber egal. Ja, so ist das. Irgendwie jedes Mal, wenn ich hier sterbe, entdecke ich dafür was anderes. Das ist voll komisch. Das macht die Welt irgendwie so riesig hier auf der Insel immer. Wo sind die ganzen Kinder hin? Ich weiß es nicht. Gucken wir wieder, ob ein Name da steht. Noch ein Name. Vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Coco ist voll der süße Name. Obwohl ich das komisch finde, das eigene Kind so zu nennen. Aber Coco klingt süß. Mit Coco kann ich mich anfreunden. Coco isst bestimmt auch gerne Kokosnüsse und... Ja, fackel dich, genau, fackel dich an. Das ist eine tolle Idee. Warte, da ist noch so ein Spind. Kann man den auch aufmachen? Ja. Nichts verpassen. Cool, ich kann mein Gewehr aufpimpen. Wenn ich das nächste Mal bei einem Lager bin. Und hier gucken wir uns jetzt das Grab an. Ich will aber auf demselben Weg wieder zurück. Ich habe nämlich nicht alles eingesammelt. Da war noch ein bisschen Bergungsgut auf dem Weg. Voll cool, so Grabräuberin sein und alles Mögliche entdecken. Das überflutete Gewölbe. Kommandogewehr. Jawohl. Finde ich gut. Wer sollte das auch nicht gut finden? Dafür habe ich aber nicht genug. Was kann ich jetzt noch machen? Ich habe jetzt ein Visier. Haha. Ha. Das finde ich gut. Das finde ich nämlich an den Pfeilen auch immer so gut. Dass man halt... kann ich hier... Nee, das habe ich schon gemacht. Deswegen schieße ich auch gerne mit dem Bogen immer. Es ist irgendwie doch manchmal ein bisschen genauer, habe ich so das Gefühl. Für mich jedenfalls. Und ich schieße ja doch dann immer mal auch gern daneben. Na egal, gut. 164, das wird uns nicht reichen. Wir haben ein neues Lager entdeckt und ein merkwürdiges... Grab? Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Das erinnert mich vom Setting her so ein bisschen an, ich glaube, Tomb Raider, die Chronik. Ich weiß nicht, so weiß nicht. Das ist so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mit diesem ganzen Elektrokram jetzt. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht, aber es ist doch cool, dass der Strom läuft. Es wird uns bestimmt nützlich sein. Das machen wir mal auf. Es muss einen Weg über dieses Wasser gehen. Schießen wir mal hier frei. Das hier schon mal, können wir schon mal durch. Können wir dieses Turbinending irgendwie benutzen? Nee. Das ganze Wasser ist halt hier jetzt unter Strom gesetzt. Es wäre sehr gefährlich, da reinzufallen. Das sollten wir nicht wagen. Muni, bitte her. Immer her damit. Kann ich das irgendwie anzünden? Ja. Das war schon mal irgendwie gut. So, jetzt bin ich hier drauf. Jetzt kann ich mich hier fortbewegen. Oder auch nicht. Aha. Ich glaube, ich muss das Ding da wegkriegen. Bin mir noch nicht sicher, wie, aber... Kannst du oder kannst du nicht? Ach, jetzt ist es rausgekommen, deswegen. Alles klar, ich habe das Ding hochgezogen, das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Ja, wenn das so ist, dann... Momentchen. Dann laufe ich mal hier eben lang.
hier rum und zieh das näher ran. Ja, okay, jetzt bewegt es sich ja auch. Super. Komm mal her, du Ding. Okay, von da aus komme ich so ran. Ah, dieses Geräusch hier auch. So. Und jetzt? Schaffe ich das von da bis dann? Nee, ich muss irgendwie näher ran. Ich weiß nur nicht wie. Wie es aussieht, ist das Licht das Problem. Aber ich kann doch hier den jetzt runterholen. Wo ist das Teil? Da. Und dann schnell hier rüber. Das schaffe ich doch, oder? Schnell, schnell, schnell. Geschafft. Habe ich das schon mal geschafft. Hehe. Super. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Toll. Und jetzt? Was jetzt? Was ist denn jetzt hier drinne? Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Ach so, ich will auf die Seite. Okay, zu der Treppe. Geht klar, stimmt. Da war was, ich erinnere mich dunkel. Und das weiß sie erst jetzt, wo sie die Treppe nämlich sieht. Vorher nicht so. Aber wie komme ich denn da vorbei? Weil da hinten sind diese Holzdinger. Hier sind ja diese Streben da hinten im Weg. Passt das Teil da denn dann überhaupt durch? Oder wie mache ich das dann? Da oben will ich auf jeden Fall hin. Tja, ich überlege. Und niesen musste ich mal eben auch. Kann ich mich denn hier irgendwie wieder mal wegbewegen oder wie läuft das jetzt hier? Es ist ja schon komisch auch, dass ich gerade da lang soll. Ach so, damit ich hier jetzt rüberspringen konnte und da, aber jetzt muss ich doch wieder zurückkommen. Muss ich das dann nicht einfach wieder rüberziehen? Das kann ich doch bestimmt. Und kapier's halt noch nicht so ganz, wie das gehen soll. Ja, schwimm mal, paddel mal her. Super. Klasse. Und jetzt? Ja. Genau. Jetzt bist du schön nah dran. Und wie komme ich jetzt hier durch? Oh, ich habe keine Ahnung. Das ist gerade komisch. Da hinten soll ich hin. Gibt's da irgendwas, was ich von hier aus vielleicht nicht gesehen habe? Kann ich das Wagnis eingehen, das mal kurz rauszulassen und runterspringen und... Das schaffe ich nicht. Ja, das war klar. Nee, ich wollte nur mal eben um die Ecke luken eigentlich. Ich wollte da gar nicht hinlaufen. Ob ich da was habe, womit ich das Ding da ranziehen kann. Aber nee. Sollte nicht sein. Gut, dann bin ich dafür wieder. Hier ist vielleicht auch nicht schlecht. Von hier aus hätte ich natürlich auch einfach gucken können. Gibt's hier nichts, was man machen kann? Ich verstehe das gar nicht. Irgendwas kaputt machen? Kann ich hier die Gitter? Nee, das wäre auch komisch. Hä?
Ja, ich weiß nicht, wie ich damit durchkommen soll. Das ist so mein Problem. Ja, das Teil passt einfach da hinten nicht durch. Klar ist, dass ich da oben hin soll, weil da oben das Seil auch ist. Merkwürdig finde ich, dass ich hier den Weg freisprengen konnte, weil wozu, oder? Das bringt doch auch nichts, wenn ich das Bötchen da hinten lang bringe, oder doch? Oder doch? Vielleicht, wenn ich das weit genug nach rechts bringe. Ja, ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar, das lasse ich mal eben wieder runter. Und dann, ja, das ist vielleicht eine blöde Stelle hier. Warte nochmal. So, und wenn ich das Bötchen hier... Ach nee, Quatsch, das bringt mir doch gar nichts. Doch, es bringt mir schon was. Und zwar, wenn ich die Lampe auf das Holzteil mache. Ja, doch. Funktioniert doch dann, oder? Hoffe ich, mir gehen die Pfeile nicht irgendwann aus. So, und das jetzt hoch. Das schnell rüber. Ja, komm. Nein, ich schaff's nicht. Doch! Ganz knapp. Haha. So. Jetzt ist es gesichert. Haha, ich bin so gut. Ein Genie. Schnell, Lara. Ich will jetzt wissen, was da ist. Wir haben es uns verdient. Den Schatz. Komm. Das ist so cool, aber man kann auch natürlich schneller drauf kommen als ich. Aber egal. Ist bei mir eher ein bisschen langsamer alles. Ein Lagerraum. Artefakte aus einem alten Grab. Wonach haben Sie gesucht? Na, was hast du diesmal Feines gefunden? Grab besucht, das überflutete Gewölbe gemeistert. Strand mit Schiffswrack, Reliquienkarte, Belohnungsorte ansehen. Ja, das finde ich toll. So, dann visieren wir da mal gleich die nächste an. Das nächste Relikt. Will ich jetzt hier schon runter oder war jetzt hier noch was? Was macht hier so eine Schatztruhe auf? Mit diesen ganzen Statuen und die Kerzen brennen auch immer, als würde hier gerade erst jemand gewesen sein. Voll unnötig, oder? Hier auf so einem Ding sowas hinzubasteln. Aber okay. Aber okay, was soll's. Ich freue mich. So, der Part ist eh schon wieder etwas länger. Dann können wir jetzt auch eben noch schnell die Fähigkeiten durchhauen. Und damit hat sich's dann auch wieder. Plünderung oder Kartografie, das möchte ich jetzt haben. Betrachten Sie Ihre Karte genau, um die Position sämtlicher Schatzkarten und Grabeingänge zu ermitteln. Toll! Was wir jetzt alles können schon. Ist das nicht toll? Ausrüstung mache ich dann noch. Brauchen wir nicht zusammen machen, aber hier können wir jetzt total gar nicht viel mehr sehen als vorher. Doch, hier zum Beispiel, dass wir da nämlich noch nicht waren und so eine Geschichten. Ja, das finde ich super. Das ist nämlich jetzt hier ein Grab, da waren wir gerade und jetzt sehen wir nämlich die Gräber, die wir vorher nicht gefunden haben und wir werden sie alle noch entdecken. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.